Das Ruhrgebiet verkauft sich unter Wert. Man sagt, wir kommen schon klar. Man will nicht strunzen. Im Film spottet die Ruhrgöre, keiner liebt dich, wieso sollte ich? Das sitzt. Wer sich bei Problemen von der Geduld hinreißen lässt, steigt ab. Zur wirksamen Problembewältigung braucht man Unterstützer. Deshalb zeichnet die Bross-Stiftung ab sofort jedes Jahr eine Persönlichkeit aus, die sich ums Ruhrgebiet und die Menschen hier verdient gemacht hat. Der Preis macht Sinn. Wir sagen Danke und weiter so. Als Künstler beschäftige ich mich ja seit Jahren mit dem Wandel des Ruhrgebiets und so gesehen war es für mich natürlich eine große Ehre und eine große Freude, den Bross-Ruhr-Preis gestalten zu dürfen. Die Ursprungsidee war halt das Ruhrgebiet, Heimat von Anneliese Bross, Förderschwerpunkt der Bross-Stiftung und dem wollte ich ein Gesicht oder eine Gestalt geben. Die Idee war halt nichts zu machen, was eine zweidimensionale Fläche hat und statisch ist, sondern dass es für den Betrachtung des Preises verschiedene Blickwinkel und Perspektiven gibt. Bei so einer Gestaltung ist natürlich halt auch immer wichtig die Form, aber auch für mich die Materialauswahl. Da liegt natürlich der Stahl als ein Produkt der Schwerindustrie im Ruhrgebiet naheliegend. Hier in zwei Varianten, als Cortenstahl und als Edelstahl. Der Preis beschäftigt sich mit dem Ruhrgebiet und somit auch mit dem Preisträger, der durch seine Arbeit halt zu der Vielschichtigkeit im Ruhrgebiet beiträgt. Den Bross-Ruhr-Preis 2020 erhält Herbert Reul für seine Verdienste um die innere Sicherheit und seinem konsequenten Kampf gegen die Clankriminalität in NRW und dem Ruhrgebiet. Innere Sicherheit ist Bürgerrecht. Das gilt es durchzusetzen. Endlich kümmert sich da einer, hört man im Alltag und Umfragen. Gemeint ist der Innenminister unseres Landes, Herbert Reul. Der ist kein Zauberer, aber auch kein Zauderer. Er hat es vor dem Landtag geschworen und steht dazu. Gesetzestreue Bürger sollen ruhig schlafen können. Das geht nur, wenn Gesetzesübertreter es ungemütlich haben. Klaas Meyer-Heuer beschäftigte sich in seiner Spiegel-TV-Reportage 2020 Macht der Clans ausführlich mit den Auswirkungen von Clankriminalität auf unsere Gesellschaft. Auch das große Engagement von Herbert Reul blieb dabei nicht unbeachtet. Kriminelle Clans kennen eigentlich nur ein Prinzip. Der Stärkere hat immer Recht. Sie haben keinerlei Hemmung, wirklich alles und jeden in ihrer Umwelt zu bedrohen. Es wurden wertvolle Jahrzehnte verschenkt, weil die unbequeme Wahrheit nicht in die politische Agenda von den damals Verantwortlichen passte. Das war die Zeit, in der man bei jeder Entscheidung dieser Art immer den Vorwurf bekam, man stigmatisiert Bevölkerungsgruppen, Nationalitäten, Familien. Und deswegen hat man es dann lieber gar nicht gemacht. Aus Furcht vor irgendwelchen Vorwürfen hat man nicht gehandelt und hat damit diese Strukturen sich weiterentwickeln lassen. Ich halte das für einen phänomenalen Fehler. Wir brauchen Staatsdiener, die dem Recht zu seinem Recht verhelfen. Er zeigt mutig klare Kante gegen wuchernde Clans. Wahrung unserer Freiheit durch Sicherheit ist elementares Nahrungsmittel der offenen Gesellschaft. Das füllt endlich wieder einer mit praktischen Taten. Herbert Reul erhält deshalb den Preis der Bross-Stiftung. Das Geld geht an eine gemeinnützige Initiative seiner Wahl. Neben mir ist Peter Lohmeier. Den kennt man und er kennt sich aus. Bei seinen zahlreichen Rollen im Film und Fernsehen spielt er Kommissare und auch einen Strafgefangenen im Freigang. Er kennt sozusagen beide Welten. Ein so guter Schauspieler spielt nicht nur seine Rolle, er versteht das Leben. Er kann es auch wunderbar in Worte fassen. Vom alten Blücher kennt man den Spruch, wo steht der Feind? Der Feind all hier, den Finger drauf, den schlagen wir. Die Demokratie braucht es nicht so zackig, aber der Mensch braucht Luft zum Atmen, etwas zum Kauen, ein Dach über dem Kopf und Sicherheit, wenn er sich schlafen legt oder hinaus auf die Gasse tritt. Man nennt das die Grunddaseinsbedürfnisse. Sie sind unverzichtbare Eigenschaften unserer Existenz. Wer sie uns verwehrt, ist ein tödlicher Feind. Er muss mit Notwehr rechnen.
Muss sich nun jeder den Colt umschnallen und möglichst der Schnellere sein? Nein, wir haben einen Staat gegründet. Es gibt Spielregeln, Rechte und Pflichten. Das demokratische Gemeinwesen ist eine Bürgerinitiative. Da hat der Bürger auch auf Sicherheit ein Recht. Aber das ist Theorie im Windkanal. Es muss sich verwirklichen, hier und jetzt. Denn es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das geschieht durch Institutionen, die unter unserem wachsamen Auge dafür sorgen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Das geschieht durch gewählte Staatsdiener, die ihren Kopf hinhalten, auch ihren Verstand. Bürgerinnen und Bürger können dazu gelegentlich auch mal Danke sagen. Innenminister Reul vermittelt mir den Eindruck, dass er bei der Clankriminalität wirklich etwas bewegen will. Ich glaube, er will der Bevölkerung demonstrieren, dass Politik tatsächlich noch handlungsfähig ist. Vor allen Dingen wählt er aber eine sehr deutliche, sehr klare Sprache, die man auch verstehen kann. Mit seiner Klarheit und vor allem seiner Entschlossenheit, finde ich, bildet er eine wirklich seltene Ausnahme in der Politikwelt. Der meint es ernst. Der will wirklich was bewegen.